Spekulationen? Ich habe keine. Ich stütze mich auf Gewissheiten. Ich bin kein Dichter, aber wenn ihr selbst denkt, wie ich es tue, werden die Fakten in eurem Kopf ein Gedicht bilden. Es ist richtig, dass wir zu unseren Grundsätzen stehen und nach ihnen handeln, aber es ist nicht richtig, sie in starrsinniger Verblendung beizubehalten oder an ihnen festzuhalten, wenn sie sich als falsch erweisen. Sollen wir uns in dem, was wir wissen, ausbilden und dann alles, was wir erworben haben, wegwerfen und die Unwissenheit um Hilfe bitten, um uns durch das Unbekannte zu führen? Das Wichtigste ist, dass man alle Dinge ruhig nehmen kann. Wir nehmen das, was uns gefällt, als freundlich auf. Das, was uns widerstrebt, lehnen wir mit Abneigung ab, während jedes Gebot des gesunden Menschenverstandes genau das Gegenteil verlangt. Ich habe viel mehr Vertrauen in einen Mann, der geistig und körperlich an einer Sache arbeitet, als in die 6, die nur darüber reden. Es gibt nichts Beängstigenderes als jemanden, der weiß, dass er im Recht ist.